Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute nach dem Heimspiel gegen Union Berlin, dem vorletzten Heimspiel der Saison. 2:1 am Ende, der Klassenerhalt steht schon fest seit Köln und ich bin gespannt, was die Lilien-Fans denn so zur Saison und zum Klassenerhalt zu sagen haben. So, 2:1 gegen Union Berlin, hart erkämpft zum Schluss. Was ist denn eure Meinung zum Spiel? Ole, ole, ola. Ja, genau, das hätte ich auch gesagt, ja. Also, das ist wieder eine treffende Analyse, ja. Das ist ein gutes Spiel, ja. Das ist die Analyse. So, 2:1 gegen Union Berlin, hart erkämpft zum Schluss. Wie viel habt ihr gezittert? Ja, doch ziemlich viel. Also, was der Daniel rausgeholt hat, das am Ende, das war sensationell. Also, Wahnsinn. Also, den letzten Schuss, den habe ich schon drin gesehen, da kam die Faust. Wie hoch ist euer Puls gerade? Der ist noch ziemlich hoch, weil das war ähnlich wie in Köln. Die letzten 10, 15 Minuten hatte man viel Glück und einen starken Heuer Fernandes im Tor. Ja, verdient gewonnen. Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, aber die kämpferische Einstellung hat gepasst und absolut verdient gewonnen. Wie hat es euch gefallen? Schön. Der Erfolg war wunderschön, aber das Spiel war nicht so schön. Ja, erste Halbzeit war ein bisschen, ne, aber zweite? War schön. Schönes Tor vom Stark. Genial. Kopfball Wittek. Wunderbar. Schlussphase. Sauber verteidigt. Fernandes oder Stark, Spieler des Tages. War grandios. Die erste Halbzeit haben sich beide Mannschaften ein bisschen neutralisiert. Und dann aber Yannick Stark hat sein Tor geschossen, wie angekündigt. Eine super Freistoßvorlage gegeben. Später Daniel Heuer-Fernandes, Weltklasse gehalten. War ein großes Erlebnis, wie so oft am Bölle. Ich würde sagen, die gesamte Mannschaft hat sehr gut gespielt. Zusammen mit diesem Trainer sind wir eine gute Mannschaft. Wieder ein Sieg unter Dimitrios Gramotzis. Was ist euer Fazit zu ihm? Geiler geht nicht. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Arbeit von Trainer Gramotzis? Also ich finde die Arbeit von ihm sehr gut. Macht während des Spiels auch mal Umstellungen, die vorher nicht so waren. Ja. Und das zeigt wohl, glaube ich, auch, dass wir was können. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss sagen. Er hat die Mannschaft total gut beeinflusst. Marcel Heller ist ein gutes Beispiel, Yannick Stark, die haben Selbstvertrauen, also spielen nach vorne, kämpfen, also sehr positiv. Also Respekt für Trainer Gramotzis? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, super, besser kann es nicht gehen. Ja, und zum Trainer selbst, jetzt 17 Punkte in den letzten 9 Spielen geholt, also das ist nicht so übel, oder? Nein, da springt einfach der Funke über, das passt. Ja, neue Impulse und ja, passt einfach. Und der Trainer Gramotzis, echt richtig gut, ne? Ein guter Wechsel von Schuster nach Gramotzis, war gut gewesen. Fällt dir auch? Wer ist der Lieblingsspieler? Heuer und Heller. Apropos Heuer-Fernandes, wird hart, ihn über den Sommer hinaus zu halten, oder? Ach, er wird bleiben, denke ich. Glaubst du, warum? Ja, weil er gut ist. Ja, aber deswegen? Nein, weil er hier auch spielen kann, denke ich. Ich denke, er wird nicht weggehen, bin ich mir fast sicher. Heuer-Fernandes, ganz große Klasse. Der Beste überhaupt. Ja, Heuer-Fernandes, super gehalten, nicht nur heute. Ja. Sollen ein paar Erstligisten an ihm interessiert sein. Recht verständlich bei der Leistung. Was macht euch denn zuversichtlich, dass er bleibt? Das Umfeld und die Spieler und der Kampfeswille. Das Nicht-Aufgeben, das Nicht-Absteigen, das Drinbleiben. Ja. Ja, schwierig zu sagen. Also er ist ja noch jung und man versteht auch, wenn er weggeht, weil er will ja auch noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber vielleicht macht er auch den Schritt nächstes Jahr mit uns. Was glaubt ihr? Bleibt er? Geht er? Ach Gott. Wir hatten schon einen Esser, wir hatten schon einen Mantegna, jetzt haben wir einen Heuer-Fernandes. Immer gute Torhüter hier. Genau, ja? Genau. Und ich denke auch, der bleibt. Also wir stehen ja gut, oder? Geht ja nur noch nach oben jetzt im Moment. Mindestens noch ein Jahr Zweitliga am Bölle. Was gibt euch das? Das gibt uns ein geiles Gefühl, weil das ist einfach Kult, was wir hier haben. Und das ist der absolute Wahnsinn und wir kommen immer wieder gern her. Und vielleicht wird es auch mal nächstes Jahr besser, dass wir wieder Erste Liga spielen. Also drin ist alles in der Mannschaft mit dem Trainer. Ja, mit dem Trainer? Das ist die Bestätigung, dass man mit wenig Geld auch was erreichen kann. Erst recht, wenn man so einen Torhüter hat. Das ist ein Traum, super. Ja. Mein Vater, 1971, das erste Mal hier gewesen. Es verändert sich viel. Sie werden in der zweiten Liga sich gut etablieren mit der Mannschaft. Bin optimistisch. Und das Darmstädter Publikum hat es einfach verdient. Die waren halt wieder klasse.
Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Vielen Dank an alle, die ihre Meinung zur Saison abgegeben haben. Und jetzt viel Spaß in Ingolstadt. Für alle die, die nicht hinfahren können, ich kommentiere mal wieder fürs SV 98 Fanradio. Also, vielleicht hören wir uns ja da. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.